Hamburg sichern den städtischen Friedhof, der an diesem Vormittag ausschließlich Amtsträgern und den Angehörigen einer Verstorbenen zugänglich ist. Aber niemand wird beerdigt, im Gegenteil. Die Angehörigen lassen den Sarg der hier vor 1,5 Jahren beigesetzten Anneliese Michel wieder ausgraben. Denn für diesen Vormittag ist ein Wunder angesagt. Die im Alter von nur 23 Jahren verstorbene Studentin soll leibhaftig wieder auferstehen. Eine Klosterfrau hatte Termin und Anlass als himmlische Botschaft empfangen. Das Wunder sollte beweisen, dass ein starker Glaube selbst den Satan überwinden kann. Denn Anneliese Michel war 1976 am Ende eines über Monate andauernden Exorzismus als angeblich vom Teufel Besessene gestorben. Es war die bisher letzte kirchenamtliche Teufelsaustreibung in Deutschland. Damals blieb das Wunder von Klingenberg noch aus. Aber 3 Jahrzehnte danach kehrt Anneliese Michel als Kinostoff in das Leben zurück. Und der Teufel zurück in die Kirche. When the night winds softly blow through my open window. Sandra Hüllers Darstellung der Studentin, die an ihrer Glaubenswelt aus Rosenkränzen und Teufelsfratzen zerbricht, machte Hans-Christian Schmieds Film Requiem zum Sensationserfolg der Berlinale 2006. Requiem erzählt die Vorgeschichte des Exorzismus von Klingenberg zwar frei, aber trotzdem sehr dicht an der Wahrheit. Egal, was ich mache, alles ist falsch. Ich versuche zu beten. Ich versuche, eine gute Studentin zu sein. Aber immer wiederholt sie mich ein. Manche ältere Kinobesucher hier am Untermain haben das historische Requiem-Vorbild Anneliese Michel noch gekannt. Hier sehen sie ihre Geschichte zum ersten Mal unverfälscht nacherzählt. Endlich mal realistisch mit der Geschichte umgegangen. Das fand ich gut. Ja, doch. Bewegend auch. Besonders die Eltern, die haben das für mich total versagt. So wie das ist. Gerade hier die Dominanz der Mutter ist also sehr realistisch. Was ein bisschen wenig realistisch war, die Sache, dass die Freundin so davon wusste. Also da stimmt die Realität nicht ganz. Sonntagvormittag in Klingenberg. Es gehen nicht sehr viele Menschen zum Gottesdienst, auch wenn heute wie damals etwa 70% der Bevölkerung katholisch sind. Vor 3 Jahrzehnten kamen hier wie andernorts noch weitaus mehr Gläubige zur Sonntagsmesse. So auch die Familie des Zimmermeisters Josef Michel, der hier ein kleines Sägewerk betrieb. Aber an dem, was sich damals unter seinem Dach zutrug, hatte niemand aus der Gemeinde Anteil. Keiner in der Stadt ahnte etwas davon, dass der Bischof von Würzburg 2 Exorzisten den Auftrag erteilt hatte, der angehenden Lehrerin Anneliese Michel den Teufel auszutreiben. Am allerwenigsten die Kinder, vor denen sie damals als Lehramtsanwärterin an der Grundschule ihrer Heimatstadt das Praktikum absolvierte. Anja Brea hat sie noch gut in Erinnerung. Man erinnert sich an eine junge, nette Lehrerin, aber es war einfach gruselig für mich als Kind, die ganze Geschichte. Das war einfach sehr nah und man wusste genau, welches Haus das ist. Man hat ja auch das Bild der Lehrerin vor sich, wusste genau, wie sie aussah. Sonst, wenn man irgendwelche Geschichten hört, sind die Personen doch irgendwo weit weg und man kann sie sich nicht vorstellen. Aber da war halt direkt auch der Bezug da. Und wir haben damals so Werbeprospekte ausgetragen und also da hat sich keiner meiner Freundinnen in das Haus reingetraut, an den Briefkasten da mal was reinzuschmeißen. Wir haben immer einen riesen Bogen drum gemacht, weil das halt einfach irgendwie, es hat uns Angst gemacht. Das Haus der Familie Michel grenzt unmittelbar an den Friedhof. Keine Nachbarn konnten das Schreien der nächtlichen Teufelsaustreibungen hören. Ich bin verdammt in alle Ewigkeit.
Anneliese war die älteste von vier Schwestern, streng behütet in einem sehr bürgerlichen Elternhaus und noch mehr streng katholisch erzogen. Wir waren eine ganz normale Familie. Anneliese war immer fröhlich und hat auch gern gesungen und hat Klavierspielen gelernt, ist deshalb auch auf das musische Gymnasium dann gegangen, um Lehrerin zu werden. Anneliese lernte sehr gut, bis dann das Abitur kam. Da hatte dann sie Essen Schwierigkeiten. Wir haben sie auch fromm erzogen, aber durch die vielen Krankheiten, die sie gehabt hat, und da hat sie besonders zum Herrgott besonders nahe gestanden. Und sie hat schon immer gesagt, den Herrgott setze ich an die erste Stelle meines Lebens. Und danach hat sie auch dann gehandelt und gelebt. Wahrheit? Legende? Die Mutter und die Verehrer des Exorzismusopfers lassen ihre Wahrheit als Andachtsblättchen drucken. Anneliese Michel verbringt als 16-Jährige fast ein Jahr in der Lungenheilstätte Mittelberg, geschwächt durch viele Krankheiten und durch eine leichte Epilepsie. Hier findet sie Erholung und ihre erste Jugendfreundin, mit der sie fast ein Jahr das Zimmer teilt und danach eine langjährige Brieffreundschaft pflegt. Fromm war sie, also über fromm konnte ich damals nicht sagen. Sie hat halt diesen für mich nicht so ganz nachvollziehbaren Wunderglauben, nenne ich das immer, gehabt. Also gerade mit diesen Erscheinungsorten. Aber an und für sich habe ich sie schon als sehr fröhlichen, lebensbejahenden Menschen erlebt und kennengelernt. Das ist Anneliese hier. Sie hatte einmal während der Liegekur so einen epileptischen Krampfanfall. Also es waren halt einfach so Zuckungen, bisschen so Laute ausstoßen und halt ein bisschen Schaum vom Mund, war aber gleich wieder da. Also für mich, obwohl das für mich auch das erste Mal war, dass ich damit konfrontiert worden bin, habe das eigentlich nicht als irgendwas Unnatürliches erlebt. Die Schwester, die immer zur Aufsicht da war in der Liegehalle, ist natürlich gleich gekommen. Aber also an irgendwas Übernatürliches oder Unnormales kann ich mich nicht. Also das Zimmer, die Freundinnen, die wenigen Freistunden im streng geregelten Kurbetrieb. Für Anneliese war das kurze Jahr im Lungensanatorium die letzte unbeschwerte Zeit ihres Lebens. Ich habe sie kennengelernt im September 1970, als wir zusammen in die gleiche Klasse kamen. Es war im Dahlberg-Gymnasium in Aschaffenburg. Sehr verschlossen. Hat über die Zeit, die sie vorher in einem Sanatorium war, hat sie nie gesprochen. Wir wussten also nur, dass sie irgendwo war. Aber weshalb da wurde, gab es keine Information. Und sie hat immer an dieser Stelle eine Wand aufgebaut. Am Anfang schreibt sie von ihrer Rückkehr nach Hause, wieder in die Schule zurück, war ja für mich dann auch ein Thema, wie man das wieder erlebt, wie man wieder anfängt, auch von Schulaufführungen, von Freunden, von Unternehmungen, was man sich so schreibt in dem Alter. Wir waren drei Mädchen aus der Klasse, aber ich war eigentlich diejenige, die am engsten mit ihr zusammen war, auch dadurch bedingt, dass wir in der Klasse ja drei Jahre zusammengesessen waren am gleichen Tisch und dann auch, wenn wir also Nachmittagsunterricht hatten, bin ich mit zu einer entfernten Verwandten gegangen und da habe ich mehrere Male erlebt, dass sie solche kleinen epileptischen Anfälle hatte. Als ich dann nachgebohrt habe, was das ist, dann wurde mir praktisch untersagt, noch mit ihr dahin zu gehen. Der Vater hat mir das dann mitgeteilt. Auch in ihren Briefen schreibt Anneliese Michel nichts über die Krankheit. Aber ihre Themen verändern sich.
Die letzten Briefe handeln eigentlich nur noch von religiösen Dingen, von Beten und diesem Wallfahrtsort San Damiano. Da schreibt es unter anderem: Monika, es ist, glaube ich, sehr ernst damit, sonst würde ich es dir auch nicht schreiben. Besorgt euch auch Wasser aus San Damiano oder einer anderen Quelle. Bete, Monika, verehr das heilige Antlitz Jesu und die heiligen fünf Wunden. Diese San Damiano, also wie sie mir geschrieben hat, war es schon das zweite Mal dort gewesen, hat sie unheimlich beeindruckt wohl. Sie wäre am liebsten dort geblieben, sie hat sich da unheimlich wohl gefühlt und da gibt's oder gab es ja diese Seherin, diese Mama Rosa, also ich weiß das nur von ihren Briefen, ich habe mich selber mit diesem Wallfahrtsort eigentlich nicht befasst, auf deren Aussagen sie da wohl sehr viel Wert gelegt hat. Mama Rosa im norditalienischen San Damiano empfing damals die aktuellen Marienbotschaften. Die Madonna erschien täglich Punkt 12 im Birnbaum. Seitdem pilgerten Gläubige an den von Rom bis heute nicht anerkannten Erscheinungsort. Unter ihnen Thea Hein aus einem Spessartdorf nahe Klingenberg, die gleich von der ersten Wallfahrt ihr eigenes Wunder mit heimbrachte. Mama Rosa erwählte sie zu ihrer Prophetin. Seitdem führte Thea Hein Wallfahrer vom Untermain nach San Damiano. Einmal ist der Anneliese Michel ihren Vater mitgefahren. Und es hat ihm gut gefallen. Und dann hat er noch zu mir gesagt, er hat eine heime Tochter. Die möchte auch einmal haben, dass die mal mitfährt. Und habe gesagt, ich weiß nicht, was mit der ist. Die ist nicht krank und ist auch nicht gesund. Die sollen auch einmal mitfahren. Und habe gesagt, ja, wenn sie will, kann sie mitfahren. Über Annelieses erste Wallfahrt nach San Damiano gibt es sehr unterschiedliche Berichte. Der ihrer Wallfahrtsleiterin Thea Hein endet mit dem ersten Aufflackern eines schlimmen Verdachts. Just zur Stunde der Marienerscheinung. Als die Erscheinung vorbei war, habe ich ihr so ein Glas von dem Gnadenwasser gegeben und habe gesagt, komm her, trink mal. Und da hat sie es genommen und wollte trinken. Und dann hat es sofort wieder weggestoßen und hat gesagt, das stinkt, das stinkt. Ich habe es immer wieder versucht, ihr das Wasser zu geben, aber sie konnte es nicht trinken. Sie konnte es einfach nicht trinken. Thea Hein hat von Annelieses erster Pilgerfahrt auch einen zerfetzten Rosenkranz in Erinnerung. Und aus der Folgezeit im Spessart noch weitere unheimliche Zeichen. Sie begann deshalb, in den umliegenden Dörfern nach einem Priester zu suchen, der ihren Verdacht prüfen und dann auch handeln könnte. Ich habe sie zu mehreren Priestern geschickt und da hat sich alles normal abgespielt. Da haben die auch gesagt, was wurde sie denn? Das Mädchen ist da ganz normal. Und wenn sie bei mir war, war da nichts normal. Da hat es manchmal so im Wohnzimmer gestunken, dass man 3-4 Wochen in Neugier hat können. So war da so ein Höllengestank, der aus ihr rausgekommen ist. Die Bilder, die bald ihr Leben bestimmen sollten, hatte Anneliese schon als Kind in den Kirchen ihrer Umgebung bekommen. Aber jetzt begannen diese Bilder plötzlich all den Ängsten Sinn und Namen zu geben, die ihre vielen Kinder- und Jugendkrankheiten begleitet hatten. Und sie begannen, sie zu erdrücken. Der Teufel hat ständig zu ihr gesagt, mach doch Schluss mit deinem Leben. Das hat sowieso keinen Wert. Mach doch Schluss. Mach Schluss, hör auf. Geh da unten in den Main. Geh in den Main. Sie hat mir ja alles erzählt, ich möchte sagen, mehr wie ihre eigene Mutter. Einmal hat Herr Michel angerufen, gesagt, du musst kommen. Die sitzt schon stundenlang unter dem Tisch und gaut's unten vor wie ein Hund. Naja, habe ich mich halt ins Auto gesetzt, bin raufgefahren. Bin ich raufgekommen, tatsächlich saß er unter der Küche unter dem Tisch und gaut's unten vor wie ein Hund. Ununterbrochen. Unterbrochen. Und habe ich im ersten Moment, ich war so geschockt, und da habe ich dann gesagt zu ihr,
im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit, hörst du mal auf zu gauzen. Und wusch was? Ich hab gesagt, das gibt's nicht. Dann hab ich gesagt, im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit und im Namen der allerseligsten Jungfrau Maria, gehst du da unten von dem Tisch vor? Da hat er mich den Kopf so aufgestreckt, hat mich angeschaut. Du gehst sofort unter dem Tisch vor. Und sie ist tatsächlich vorgekrabbelt. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, so, im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit und im Namen der allerseligsten Jungfrau Maria, da steht ein Stuhl und da setzt du dich drauf und benimmst dich richtig, wie sich das gehört. Das hätte sie mal sehen sollen, wie langsam das gegangen ist. Und sie hat sich tatsächlich dann auf den Stuhl gesetzt. Und die Gauzerei war fertig. Für Thea Hein gab es nach diesem Erfolg keinen Zweifel mehr an ihrer Mission gegen Annelieses Dämonen. Eines Tages würde auch Annelieses Porträt unter ihren heiligen Bildern stehen. Und es gab auch erste Priester, die ihren Verdacht teilten. Aber noch war deren Zeit nicht gekommen, denn Anneliese zog für ein Pädagogikstudium vom Untermain nach Würzburg. Für ein Jahr schien es, als könne sie ihren Dämonen entkommen. Sie fand einen Freund, fand Liebe und Lebenslust und pilgerte dann doch wieder zum Büßen nach San Damiano. Ihre Glaubenswelt holte sie wieder ein. Also bewusst habe ich Anneliese im Herbst 75 kennengelernt, als sie auf unser Stockwerk zog. Sie wohnte, glaube ich, 2 oder 3 Zimmer weiter. Die meisten im Wohnheim waren ja katholisch. Und ich denke, wir waren alle noch ziemlich brav erzogen. Anne war nett, immer freundlich, vielleicht war scheu oder zurückhaltend. Ich glaube, deshalb war sie mir in den Semestern vorher auch nie aufgefallen. Wir haben uns meistens in der Küche gesehen. Das war so der allgemeine Treffpunkt. Wir hatten eine sehr bunte, lebhafte Atmosphäre, haben sehr viel gefeiert von Anfang an. Also im ersten Semester ging es schon los mit Partys und wir haben einfach uns des Lebens gefreut neben unserem Studium. Es gab auch einige, die so seltsam in Erscheinung getreten sind. Das war so eine kleine Gruppe von 3, 4 Frauen, die sich irgendwo abgesondert haben von uns anderen. Da war Anneliese Michel dabei, allerdings sehr im Hintergrund. Also das war so eine Gruppe für sich, diese 3. Wir haben das ja alles mitbekommen, wie die ständig gebetet haben. Die Zimmer waren ja ziemlich hellhörig. Wie die sich zusammengefunden haben, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht, weil sie alle vom Untermain kamen. Jedenfalls war dieses viele Beten bei uns im Wohnheim sehr ungewöhnlich. Ich denke, dass Anne eigentlich nur über dieses San Damiano der Mitläufer war. Weil bei uns hat sie kein Verständnis dafür gefunden. Und ich denke, dass es da dann dieser Kreis sich dadurch geschlossen hat, weil die auch an diesem San Damiano festgehalten haben und auch fest dran geglaubt haben. Sie waren dann auf, unser Ziel ist, heilig zu werden, große Predigten am Küchentisch. Und dann hat sie angefangen, immer mehr zuzuzwinkern dazwischendrin. Also die Anne, sie hat schon gezeigt, dass sie nicht ganz einverstanden ist. Die Kapelle des Studentenwohnheims war dem bigotten Rosenkranzzirkel zu wenig sakral. Sie beteten lieber in ihrer eigenen Klausur. Wahrscheinlich schon Anfang 75 setzten auch hier im Ferdinandeum erste Teufelsrituale ein, lange vor dem bischöflichen Auftrag zum amtlichen Exorzismus. Eine Kommilitonin erinnert sich an den Auftritt des Exorzisten Alt. Ich habe einmal eine männliche Gestalt in ihrem Zimmer verschwinden sehen. Also mit der hätte ich nichts zu tun haben wollen. Das war nur so ein kurzer Blick, etwas finster, fanatisches. Aber wer das war, das habe ich nie erfahren. Das war schon alles so ziemlich mysteriös. Ich habe sie 2 Jahre beobachtet.
ich habe keinen epileptischen Anfall gesehen. Und sie hat sich auch ganz anders verhalten wie ein Epileptiker. Wie ich ihr helfen konnte, wusste ich noch nicht. Bis zu einem Tag, an dem sie mich anrief und sagte, es ging ja ganz furchtbar schlecht. Ich war schon zwei Tage vorher da, bin zu ihr hin und habe den Exorzismus probativus gesprochen. Das heißt, ein Gebet gesprochen, worin vorkommt, unreiner Geist, ich gebiete dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, weiche von diesem Mädchen. Das habe ich mental gemacht, also ohne die Lippen zu bewegen, ohne ein Laut zu sagen, einfach in der Art eines Stoßgebetes. Daraufhin fing sie an zu toben. Ernst Alt war Kaplan in Aschaffenburg, als er zu dem Exorzistenzirkel um Thea Hein stieß. Er war es, der dann beim Würzburger Bischof den amtlichen Exorzismusauftrag erwirkte. Und er war es auch, der dem Fall Inhalt und Richtung gab. Endlich sollte sich einmal für alle Welt sichtbar die reale Existenz des Teufels beweisen, als göttliches Zeichen gegen eine sich gerade modernisierende Kirche, gegen moderne Theologen wie den Tübinger Herbert Haag, der damals sogar den Abschied vom Teufel wagte. Dagegen brüllten im Spessart Anneliese Michels Dämonen an, im Auftrag Mariens. Theas Ehemann Peter Hein wusste nichts von solchen innerkirchlichen Richtungskämpfen. Aber er wusste, wie Anneliese Michel manchmal im Elternhaus tobte, sich etwa die Kleider vom Leib riss und mit obszönen Gästen ihren Vater ansprang. Das hielt er für teuflisch. Das war ja für uns alles Neuland. Und es hat sich ja immer weiter gesteigert. Da wusste keiner Rat. Sie haben sich das angeschaut und es sind halt immer mehr Priester dazugekommen. Und die haben mitgespielt und die haben das dann dem Bischof vorgetragen. Oben. Im September 1975 erteilte Bischof Stangl den amtlichen Exorzismusauftrag an den Pater Arnold Renz, der damals in dem Spessartdorf Schibach die Gedenkkirche für die Bäuerin Barbara Weigand betreute, die letzte begnadete Seherin am Untermain, vor dem Fall Anneliese Michel. Renz zeichnete die Teufelsaustreibungen auf Tonband auf. Hier habe ich noch etwas vom 10. Oktober 1975. Das ist der Vorlauf, Sie werden gleich hören. Sie hören zunächst die Anneliese in einer Stimme, die natürlich nicht nach einer Mädchenstimme klingt. Mit in die Scheißkassette und fahr mit an zu dem Scheiß in Würzburg. Wer spricht da? Das ist die Anneliese. Und dann muss er den Gott bekannt geben. Wie? Das muss er so eine Scheiße. Dummen, das kann jeder. Sag mal die Wahrheit. Das sind Sie. Ja, das meine ich. Bin ich. Nur wird. Im Namen Jesu befehle ich dir, sag mir die Wahrheit. Wann soll es sie? Ich sag nicht die Wahrheit, nie! Und wenn die mich zwingt. Wenn die mich zwingt? Nie! Dann meint er, der Teufel, der ist die Jungfrau. So, aus der Anneliese spricht der Teufel hier. Aus der Anneliese spricht der Böse, ja, der Teufel. Ja, wer denn sonst? Die ungefähr die Menschen, Gottes Mutter Maria. Glaubst du es? Ja! Er muss also bekennen, dass er, die allerseligste Jungfrau, die ungefleckte Empfangene glaubt. Ja, der Teufel. Der Teufel. Ja. Freunde, Familie und Verlobte wohnten dem Exorzismus bei. Zwei-, dreimal die Woche. Im Anschluss knipste Pater Renz dann gern fröhliche Familienfotos. Als Kirchenmänner waren auch nicht allein die Exorzisten Renz und Alt dabei. Pater Habischer war öfters da und wenn er da war und der Teufel hat so fest geschrien, hat er das alles nicht mehr hängen können. Er hat gesagt, ich muss fort, ich kann das nicht aushalten. Ich habe immer den Pfarrer Hermann im Auto mitgenommen. Der hat kein Auto. Und Pfarrer Habiger, der konnte ja Auto fahren, der ist selbst gekommen. Ne? Kaplan Roth, der war ja erst in Aschaffenburg. Und Pfarrer Hein, der war auch mit dabei.
All diese priesterlichen Exorzismustouristen sind inzwischen verstorben. Es waren auch nicht nur die genannten vier und sie schauten auch nicht bloß zu. Pfarrer Heim etwa spielte die Teufelstunbinder zur Aufklärung seinen Kommunionskindern vor und predigte Annelieses Dämonen von der Kanzel. Auch der Theologe Feth, der Leiter des Würzburger Ferdinandeums, war informiert. Auch unter seiner Obhut wurde Anneliese Michel der Teufel ausgetrieben. Hier begann in der Karwoche 1976 der letzte Akt des tödlichen Dramas, als Kommilitoninnen der längst hilflosen Anneliese Michel helfen wollten, aber ihre Rosenkranz-Freundinnen Anna und Maria jede Hilfe blockierten. Einmal bin ich losgerannt und wollte den Notarzt holen. Und wo ich die Telefonzelle aufmachen wollte, kam die Anna hinter mir hergerannt und hat mich rausgedrängt und hat gesagt, ja, sie hat jetzt die Nummer von dem Hausarzt, sie ruft ihn an. Und dann kam so ein älterer Herr in schwarzem Anzug, der mir als der Arzt vorgestellt wurde. Wie ich heute weiß, war das ein Teufelsaustreiber. Wir haben alle immer wieder nach ihr geschaut. Ich kann mich an einmal erinnern, wie sie in so erstarrter Haltung am Boden lag. Und ich war furchtbar erschrocken. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, dass sie unbedingt einen Arzt braucht. Aber ich denke, die beiden anderen, die haben das einfach abgeblockt. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil sie dünner und dünner geworden ist. Die beiden haben dann St. Damiano Wasser und sonstiges heiliges Wasser angeschleppt und wollten, dass sie damit gesund wird. Immer wieder hieß es, wir kümmern uns um einen Arzt. Und es kommt jemand. Aber wir haben nie jemanden gesehen. Ich habe mitgekriegt, wie sie sich dann ans Bett gesetzt haben und diese Gebete gesprochen haben, also ganz laut und ständig die Gebete rund um sie. Es waren dieselben Litaneien, die auch während der Teufelsaustreibung unaufhörlich gebetet wurden. Pater Renz spielte die Bänder in der Sakristei seines Heimatdorfes vor. Die Morgen streiten gegeneinander. Streiten, wem sie gehört. Ja, jeder will sie haben. Sind wir schon drei. An der Stimme, an solche merkt man es nicht. Man merkt es nur an dem Inhalt. Ne? Stimme ändert sich ja nicht. Welche Dämonen sind das? Das können wir vor allem Lucifer, Judas. Nero kommt selten. Kein sehr selten. Hitler nur in ganz wenigen Fällen. Nein. Gehört Hitler zu den Dämonen? Ja. Hitler gehört zu den Dämonen? Er wäre zu den Menschen Dämonen zu reden. Ne? Er selber sagt, er hat sich vorgestellt, er kann, hat Heil, Heil, Heil geschrien. Ne? Aber sonst hat er nichts gesagt. Der steckt auch in der drinnen. Der das ganze Deutschland verhielt, oder? Ja, der ist auch noch drin. Oh. Ah. Würden Sie das für eine rein psychologische Angelegenheit halten? Heil! 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 Der Teufel hat ständig gesagt, er muss noch allerhand sagen im Auftrag von dem Nazarener. Ja, und da hat er immer so was gesagt, zum Beispiel. Die Hand- und Stehkommunion, hat er gesagt, das ist unser Werk. Das haben wir fertig gebracht. Da sind wir sehr stolz drauf. Das haben wir fertig gebracht. Da sind wir sehr stolz drauf. Also, das ist also mal nie gut. Und in der Kirche muss gekniet werden. Hat er auch gesagt. Sie schmeißen ihre Lehrer den Zorn zum Fraß. Sie laufen den anderen nach, die warten nicht. Sage die volle Wahrheit. Da haben sie wahre Lehre und laufen dann noch. Wie eine Uhr.
Im Namen Jesu, im Namen Maria befehle ich dir alles zu sagen, was der Bischof wissen muss. Im Namen des Vaters. Ja. In der Kirche muss das Scheiß weg. Der Scheißdreck muss gebet werden, sonst ist aus. Der Rosenkranz. Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sagen Sie das mal Ihrem Bischof. Was müssen die Priesterkandidaten tun? Befehle dir es zu sagen, im Namen Jesu und im Namen Mariens. Beten. Wir müssen noch was anderes tun. Lebensführung, wie soll die sein? Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Die Demokratie in der Kirche ist nicht unbedingt immer das Beste. Kapiert? Weil der Teufel größere Macht bekommt. Ja. Ja, die Drecksau, die Verfluchte. Der war sehr derb in seinen Ausdrücken, wenn er sagt, das Arschloch und sie Scheißkerl. Er äußert sich natürlich über die Geistlichen, über einzelne Geistliche sogar, sprach über Haag und der natürlich ein Buch geschrieben hat, dass es den Teufel nicht gibt. Da sagt er, der ist ja blöd. Aber für uns ist das ganz gut. Ah, wenn die Leute nicht glauben, dass es uns gibt, da können wir wirken nach Herzenslust. Ja, die Pfarrer, die müssen von mir erfahren, dass es mich gibt. Im Auftrag von Denno! Die Botschaften der Dämonen entsprachen exakt den Forderungen des konservativen Flügels der katholischen Kirche, der damals erbittert gegen die zaghaften Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils Front machte und gegen jede Modernisierung der Kirche anrannte. Durch Annelieses Dämonen befahl gleichsam Gott selbst die Umkehr. Im April habe ich sie besucht und er sagt zu mir, ich habe so furchtbare Angst davor, ich fürchte mich, ich glaube, ich durchstehe das nicht. Dann sagte sie, ich habe aber keine Kräfte mehr und ich will nicht mehr. Sehen Sie, wie klar sie das sah. Daraufhin habe ich ihr gesagt, Frau Anneliese, wenn Sie jetzt den Willen Gottes, der sich ja offensichtlich zeigt bei Ihnen, ausschlagen und Sie würden später einsehen, was Sie versäumt haben dadurch, nicht, wäre das Ihnen recht? Da hat sie kurz nachgedacht und dann sagt sie, nein, das wäre mir nicht recht. Dann mache ich weiter, sagte sie zu mir. Auf diesem Blatt wollte Anneliese Michel das Konzept für ihre Zulassungsarbeit zum Lehramt formulieren. Es wurde zum Dokument ihrer Angst und ihrer hoffnungslosen Verzweiflung. Ich habe keinen Mut. Verzweifelt. Ich habe Angst. Ich stehe am Scheideweg. Entweder Leben oder Tod. Tief verletzt, all die Jahre durch. Hab mich nicht mehr gewehrt. Jetzt auch nicht. Mein Geist ist gelähmt. Wird er freier, gleich steigt Verzweiflung hoch. Das Schlimmste ist, dass ich keine Wahl mehr habe. Das sehe ich manchmal blitzartig klar. Hoffnungslosigkeit sitzt an der Wurzel, wo das Leben ist. Sie ist ein Zustand geworden. Ich habe Angst, dass man an mir verzweifelt. Ich gebe mich doch jedem Schimmer von Hoffnung neu auf. Gefesselt. Es wird von Tag zu Tag schlimmer, wenn nicht ein Damm gebaut wird. Anneliese Michels qualvolles Sterben begann Mitte Mai. Es gab für sie von nun an nichts anderes mehr als die täglichen Exorzismen im Elternhaus.
Der Teufel in mir wurde immer stärker. Sie wurde ja so zerschlagen vom Satan, gell? Also, dass man sie bald nicht mehr gekannt hat. Ne? Dann hat sie auch die Wundmale Jesu bekommen. Ne? Und es war sehr schlimm. Der Exorzist Renz dokumentierte akribisch, was die Familie, der Verlobte, die frommen Freunde, ein sensationsgieriger Arzt, die vielen Priester und wer weiß, was für Exorzismustouristen sonst noch zu sehen bekamen. Aber keiner half. Er hat immer mehr die Anneliese bedrängt und von ihr Besitz genommen. Und sie hat es angenommen. Und hat sich dafür bereit erklärt, zu leiden und zu sühnen. Für Deutschland, fürs Vaterland und für die deutsche Jugend. Der Bischof habe von dem hier nichts gewusst, ließ die Kirche später verlauten. Das ist die Unwahrheit. Es war immer so schön, der Bischof soll kommen. Sonst wird es nicht anders. Und haben immer wieder gehofft, wie beim nächsten Exorzismus waren, dass der Bischof einmal käme. Aber der Bischof ist nicht gekommen. Und dadurch hat sich das so lange hingeschleppt. Die Exorzisten Alt und Renz informierten den Bischof fortlaufend und detailliert über ihr Treiben. Auszüge aus ihren Bischofbriefen. Exorzismus zu Klingenberg zu berichten. Anneliese ist bis zu einem Skelett abgemagert. Manchmal darf sie etwas essen und trinken. Dann tut sie das überhastet und wird gezwungen, den letzten Bissen bzw. Schluck wieder auszuziehen. Sie hat in den letzten Tagen furchtbar zu leiden gehabt. Anneliese richtete sich so zu, dass ihre beiden Augen aussehen, als ob man sie mit Fäusten blau, rot und schwarz geschlagen hätte. Die ganze Familie ist mit den Nerven auf dem Hund. Anneliese sagt öfters, ich kann nicht mehr. Aus dem linken Auge blicken konnte. Mit dem Kopf ging sie durch die Scheibe der Korridortüre, ohne sich aber zu schneiden. Mit den Zähnen hat sie ein Loch in die Wand gebissen, sodass ein Teil der Vorderzähne abbrach. Immer wieder biss sie sich selbst in den Arm. Für einen Laien ist es sehr schwer, hier in diesen Quälereien noch einen Sinn zu sehen. Es ist uns nicht gelungen, den Teufel wieder zum Reden zu bringen. Mir scheint es bewiesen zu sein, dass es sich hier um den typischen Fall einer Sühnebesessenheit handelt. Zurzeit wird sie meistens gefesselt, auf der Couch, an Händen und Füßen. Das hat den Vorteil, dass sie sich nicht wesentlich verletzt. Der einzige Trost, den man als Außenstehender hat, ist der, dass durch dieses furchtbare Leiden sehr viele Seelen gerettet werden. Hat sie furchtbar getobt und geschrien, sich hin und her geworfen, das Gesicht zerschlagen, die Nase blutig. Die ganze Familie ist am Boden zerstört. Anneliese isst und trinkt manche Tage gar nichts. Dass sie dabei abgemagert ist, können Sie sich vorstellen. Der Anneliese ist immer schlechter gegangen, ja. Die Priester waren ja machtlos. Sie hat immer wieder gestöhnt, der Bischof soll kommen, der Bischof soll kommen. Wenn der Bischof kommt, wird es anders, ja. Bischof Stangl hat nie preisgegeben, wer ihm zu dem Exorzismusauftrag und dann vor allem dazu geraten hat, das Treiben nicht rechtzeitig zu stoppen. Denn das, was ihm die Exorzisten zuspielten, entsprach nicht seiner Glaubenswelt. Er war ein Bischof der Reformen, gegen den die Dämonen antobten. Doch die Wahrheit dazu bleibt noch für Jahrzehnte in Kirchenarchiven verschlossen. Anneliese Michels Leiden endete in der Nacht des 1. Juli 1976. Im Juli hatte sie prophezeit, werde die Wende kommen. Ich hatte einfach den Eindruck, sie haben mir das Leben genommen. Die erste Reaktion, als ich von ihrem Tod erfahren war, war, dass ich gesagt habe, sie haben sie umgebracht. Und ich bedauere es sehr und ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Mensch, der die Anneliese war, auch mal zur Sprache kommt. Denn dieses religiöse Treiben geht einfach weiter und es gibt
niemanden mehr, der von ihr auch berichtet, wie sie eigentlich gewesen ist. Was Anne wirklich bewegte, wie leer und verlassen sie war, das hatte damals nie jemanden interessiert. Eigentlich bis heute nicht. Jeder hat nur einen Teil von ihr gesehen und den für sich irgendwie instrumentalisiert. Auch in diesem Buch von der Gutmann wird sie im Nachhinein noch einmal missbraucht. Also für mich ist das keine wissenschaftliche Arbeit, das ist ein Schundroman. Da sind es Judas, Luzifer, Nero, Kain und Hitler haben sich... Der amerikanischen Anthropologin Felicitas Goodman wurden als einziger sämtliche Akten und Tonbänder zum Fall Michel zugänglich gemacht. Sie führte damit den wissenschaftlichen Nachweis für die Existenz des Teufels. Die Arbeit ist heute Unterrichtsstoff an der Universität Heidelberg. Es gab eine Gerichtsverhandlung, bei der Eltern und Pfarrer zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt wurden. Es hat begonnen. Goodmans Dämonen der Anneliese Michel werden als Horror-Thriller in Hollywood verfilmt. Mit der Filmbotschaft, dass es den Teufel wirklich gibt. Die Herrlichkeit Gottes. Rom bestätigt erneut die Existenz des Teufels und richtet neue Exorzistenkurse ein. Der erste deutsche Papst seit dem Mittelalter begrüßt ausdrücklich die Teufelsaustreiber. Ich begrüße die Teilnehmer des Nationalen Kongresses der italienischen Exorzisten und ermutige sie, ihre wichtige Aufgabe im Dienste der Kirche fortzuführen. In Klingenberg pilgern Rosenkranz-Wallfahrer an das Grab der Anneliese Michel. Noch ist der Schauplatz der letzten amtlichen Teufelsaustreibung in Deutschland nicht als Andachtsort anerkannt. Doch für eine wachsende Anhängerschaft gehört Anneliese Michel längst zur Gemeinschaft der Heiligen. Anneliese Michel wusste, dass sie den Exorzismus nicht überleben wird. Am Vorabend ihres Todes flehte sie ihren Priester um die Sterbenssakramente an. Es sollte das furchtbarste Tondokument ihres kurzen Lebens werden. Ja. Ja, das gebe ich dir. Ich gebe dir den Ursprung. Wir bitten um Verzeihung. Ich hätte mir nie gedacht, dass das so grausam ist. Ich habe mir immer gedacht, ja, also, ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht mehr kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man, leiden, das ist so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind nicht mehr. Gläubige an den von Rom bis heute nicht anerkannten Erscheinungsort. Unter ihnen Thea Hein aus einem Spessartdorf nahe Klingenberg, die gleich von der ersten Wallfahrt ihr eigenes Wunder mit heimbrachte. Mama Rosa erwählte sie zu ihrer Prophetin. Seitdem führte Thea Hein Wallfahrer vom Untermain nach San Damiano. Einmal ist der Anneliese Michel ihren Vater mitgefahren. Und es hat ihm gut gefallen. Und dann hat er noch zu mir gesagt, er hat eine heime Tochter, die möchte auch einmal haben, dass die mal mitfährt. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was mit der ist. Die ist nicht krank und ist auch nicht gesund. Ich soll dann einmal mitfahren. Und habe gesagt, ja, wenn sie will, kann sie mitfahren. Über Annelieses erste Wallfahrt nach San Damiano gibt es sehr unterschiedliche Berichte. Der ihrer Wallfahrtsleiterin Thea Hein endet mit dem ersten Aufflackern eines schlimmen Verdachts. Just zur Stunde der Marienerscheinung. Als die Erscheinung vorbei war, habe ich ihr so ein Glas von dem Gnadenwasser gegeben und habe gesagt, komm her, trink mal. Und da hat sie es genommen und wollte trinken. Und dann hat es sofort wieder weggestoßen und hat gesagt, das stinkt, das stinkt. Ich habe es immer wieder versucht, ihr das Wasser zu geben, aber sie konnte es nicht trinken. Sie konnte es einfach nicht trinken.
Thea Hein hat von Annelieses erster Pilgerfahrt auch einen zerfetzten Rosenkranz in Erinnerung. Und aus der Folgezeit im Spessart noch weitere unheimliche Zeichen. Sie begann deshalb, in den umliegenden Dörfern nach einem Priester zu suchen, der ihren Verdacht prüfen und dann auch handeln könnte. Ich habe sie zu mehreren Priestern geschickt und da hat sich alles normal abgespielt. Da haben die auch gesagt, was wollen sie denn? Das Mädchen ist da ganz normal. Und wenn sie bei mir war, war da alles normal. Da hat es manchmal so im Wohnzimmer gestunken, dass man 3-4 Wochen in Neugier hat können. So war da so ein Höllengestank, der aus ihr rausgekommen ist. Die Bilder, die bald ihr Leben bestimmen sollten, hatte Anneliese schon als Kind in den Kirchen ihrer Umgebung bekommen. Aber jetzt begannen diese Bilder plötzlich all den Ängsten Sinn und Namen zu geben, die ihre vielen Kinder- und Jugendkrankheiten begleitet hatten. Und sie begannen, sie zu ertragen. Es ist nicht gelungen, den Teufel wieder zum Reden zu bringen. Mir scheint es bewiesen zu sein, dass es sich hier um den typischen Fall einer Sühnebesessenheit handelt. Zurzeit wird sie meistens gefesselt, auf der Couch, an Händen und Füßen. Das hat den Vorteil, dass sie sich nicht wesentlich verletzt. Der einzige Trost, den man als Außenstehender hat, ist der, dass durch dieses furchtbare Leiden sehr viele Seelen gerettet werden. Hat sie furchtbar getobt und geschrien, sich hin und her geworfen, das Gesicht zerschlagen, die Nase blutig. Die ganze Familie ist am Boden zerstört. Anneliese isst und trinkt manche Tage gar nichts. Dass sie dabei abgemagert ist, können Sie sich vorstellen. Der Anneliese ist immer schlechter gegangen, ja. Die Priester waren ja machtlos. Sie hat immer wieder gestöhnt, der Bischof soll kommen, Wenn der Bischof kommt, wird es anders, ja. Bischof Stangl hat nie preisgegeben, wer ihm zu dem Exorzismus auftrag und dann vor allem dazu geraten hat, das Treiben nicht rechtzeitig zu stoppen. Denn das, was ihm die Exorzisten zuspielten, entsprach nicht seiner Glaubenswelt. Er war ein Bischof der Reformen, gegen den die Dämonen antobten. Doch die Wahrheit dazu bleibt noch für Jahrzehnte in Kirchenarchiven verschlossen. Anneliese Michels Leiden endete in der Nacht des 1. Juli 1976. Im Juli hatte sie prophezeit, werde die Wende kommen. Ich hatte einfach den Eindruck, sie haben mir das Leben genommen. Die erste Reaktion, als ich von ihrem Tod erfahren war, war, dass ich gesagt habe, sie haben sie umgebracht. Und ich bedauere es sehr und ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Mensch, der die Anneliese war, auch mal zur Sprache kommt. Denn dieses religiöse Treiben geht einfach weiter. Und es gibt niemanden mehr, der von ihr auch berichtet, wie sie eigentlich gewesen ist. Was Anne wirklich bewegte, wie leer und verlassen sie war, das hatte damals nie jemanden interessiert. Eigentlich bis heute nicht. Jeder hat nur einen Teil von ihr gesehen und den für sich irgendwie instrumentalisiert. Auch in diesem Buch von der Gutmann wird sie im Nachhinein noch einmal missbraucht. Also für mich ist das keine wissenschaftliche Arbeit, das ist ein Schundroman. Da sind es Judas, Luzifer, Nero, Kain und Hitler haben sich. Der amerikanischen Anthropologin Felicitas Goodman wurden als einziger sämtliche Akten und Tonbänder zum Fall Michel zugänglich gemacht. Sie führte damit blitzartig klar. Hoffnungslosigkeit sitzt an der Wurzel, wo das Leben ist. Sie ist ein Zustand geworden. Ich habe Angst, dass man an mir verzweifelt. Ich gebe mich doch jedem Schimmer von Hoffnung neu auf. Gefesselt. Es wird von Tag zu Tag schlimmer, wenn nicht ein Damm gebaut wird.
Anneliese Michels qualvolles Sterben begann Mitte Mai. Es gab für sie von nun an nichts anderes mehr als die täglichen Exorzismen im Elternhaus. Der Teufel in ihr wurde immer stärker. Sie wurde ja so zerschlagen vom Satan, gell? Also, dass man sie bald nicht mehr gekannt hat. Ne? Dann hat sie auch die Wundmale Jesu bekommen. Ne? Und es war sehr schlimm. Der Exorzist Renz dokumentierte akribisch, was die Familie, der Verlobte, die frommen Freunde, ein sensationsgieriger Arzt, die vielen Priester und wer weiß, was für Exorzismustouristen sonst noch zu sehen bekamen. Aber keiner half. Er hat immer mehr die Anneliese bedrängt und von ihr Besitz genommen. Und sie hat es angenommen. Und hat sich dafür bereit erklärt, zu leiden und zu sühnen. Für Deutschland, fürs Vaterland und für die deutsche Jugend. Der Bischof habe von dem hier nichts gewusst, ließ die Kirche später verlauten. Das ist die Unwahrheit. Es war immer so schön, der Bischof soll kommen. Sonst wird es nicht anders. Und haben immer wieder gehofft, wie beim nächsten Exorzismus waren, dass der Bischof einmal käme. Aber der Bischof ist nicht gekommen. Und dadurch hat sich das so lange hingeschleppt. Die Exorzisten Alt und Renz informierten den Bischof fortlaufend und detailliert über ihr Treiben. Auszüge aus ihren Bischofbriefen. Exorzismus zu Klingenberg zu berichten. Anneliese ist bis zu einem Skelett. Nicht als irgendwas Unnatürliches erlebt. Die Schwester, die immer zur Aufsicht da war in der Liegehalle, ist natürlich gleich gekommen. Aber also an irgendwas Übernatürliches oder Unnormales kann ich mich nicht. Also. Das Zimmer, die Freundinnen. Die wenigen Freistunden im streng geregelten Kurbetrieb. Für Anneliese war das kurze Jahr im Lungensanatorium die letzte unbeschwerte Zeit ihres Lebens. Ich habe sie kennengelernt im September 1970, als wir zusammen in die gleiche Klasse kamen. Es war im Dahlberg-Gymnasium in Aschaffenburg. Sehr verschlossen, hat über die Zeit, die sie vorher in einem Sanatorium war, hat sie nie gesprochen. Wir wussten also nur, dass sie irgendwo war. Aber weshalb da wurde, gab es keine Information. Und sie hat immer an dieser Stelle eine Wand aufgebaut. Am Anfang schreibt sie von ihrer Rückkehr nach Hause, wieder in die Schule zurück, war ja für mich dann auch ein Thema, wie man das wieder erlebt, wie man wieder anfängt, auch von Schulaufführungen, von Freunden, von Unternehmungen, was man sich so schreibt in dem Alter. Wir waren drei Mädchen aus der Klasse, aber ich war eigentlich diejenige, die am engsten mit ihr zusammen war, auch dadurch bedingt, dass wir in der Klasse ja 3 Jahre zusammengesessen waren am gleichen Tisch und dann auch, wenn wir also Nachmittagsunterricht hatten, bin ich mit zu einer entfernten Verwandten gegangen und da habe ich mehrere Male erlebt, dass sie solche kleinen epileptischen Anfälle hatte. Als ich dann nachgebohrt habe, was das ist, dann wurde mir praktisch untersagt, noch mit ihr dahin zu gehen. Der Vater hat mir das so mitgeteilt. Auch in ihren Briefen schreibt Anneliese Michel nichts über die Krankheit. Aber ihre Themen verändern sich. Die letzten Briefe handeln eigentlich nur noch von religiösen Dingen, von Beten und diesem Wallfahrtsort San Damiano. Da schreibt sie unter anderem: Monika, es ist, glaube ich, sehr ernst damit, sonst würde ich es dir auch nicht schreiben. Besorgt euch auch Wasser aus San Damiano oder einer anderen Quelle. B.
bete, Monika, verehr das heilige Antlitz Jesu und die heiligen fünf Wunden. Diese San Damiano, also wie sie mir geschrieben hat, war es schon das zweite Mal dort gewesen, hat sie unheimlich beeindruckt wohl. Sie wäre am liebsten dort geblieben, sie hat sich da unheimlich wohl gefühlt und da gibt's oder gab es ja diese Seherin, diese Mama Rosa, also ich weiß das nur von ihren Briefen, ich habe mich selbst... Oh ja, sie mit in die Scheißkassette und fahr mit an zu dem Scheiß. Wer spricht da? Das ist die Annelies. Und dann muss er den Gott bekannt geben. Wie? Was ist so eine Scheiße? Domin, das kann jeder. Sag mal die Wahrheit. Das sind Sie. Ja, das ist mein. Ich bin nicht. Du wirst. Die Knie der Taten. Im Namen Jesu befehle ich dir, sagen wir die Wahrheit. Wann soll es sie? Ich sag nicht die Wahrheit, nie! Und wenn die mich zwingt? Wenn die mich zwingt? Nie! Dann meint er, der Teufel, der ist die Jungfrau. So, aus der Analyse spricht der Teufel hier. Aus der Analyse spricht der Böse, ja, der Teufel. Ja, wer denn sonst? Die ungefähre Jungfrau, Gottesmutter Maria. Glaubst du es? Ja! Er muss also bekennen, dass Satan, dass er, die allerseligste Jungfrau, die ungefleckte Empfangene glaubt. Ja, der Teufel. Der Teufel. Ja. Freunde, Familie und Verlobte wohnten dem Exorzismus bei. Zwei-, dreimal die Woche. Im Anschluss knipste Pater Renz dann gern fröhliche Familienfotos. Als Kirchenmänner waren auch nicht allein die Exorzisten Renz und Alt dabei. Pfarrer Habischer war öfters da und wenn er da war und der Teufel hat so fest geschrien, hat er das alles nicht mehr hören können. Er hat gesagt, ich muss fort, ich kann das nicht aushalten. Ich habe immer den Pfarrer Hermann im Auto mitgenommen. Der hat kein Auto. Und Pfarrer Habiger, der konnte ja Auto fahren, der ist selbst gekommen. Ne? Kaplan Roth. Der war ja erst in Aschaffenburg. Und Frau Heim, der war auch mit dabei. All diese priesterlichen Exorzismustouristen sind inzwischen verstorben. Es waren auch nicht nur die genannten vier. Und sie schauten auch nicht bloß zu. Pfarrer Heim etwa spielte die Teufelstonbänder zur Aufklärung seinen Kommunionskindern vor und predigte Annelieses Dämonen von der Kanzel. Auch der Theologe Feth, der Leiter des Würzburger Ferdinandeums, war informiert. Auch unter seiner Obhut wurde Anneliese Michel der Teufel ausgetrieben. Hier begann in der Karwoche 1976 der letzte Akt des tödlichen Dramas, als Kommilitoninnen der längst hilflosen Anneliese Michel helfen wollten, aber ihre Rosenkranz... ...mal Jesu bekommen, ne? Und es war sehr schlimm. Der Exorzist Renz dokumentierte akribisch, was die Familie, der Verlobte, die frommen Freunde, ein sensationsgieriger Arzt, die vielen Priester und wer weiß, was für Exorzismustouristen sonst noch zu sehen bekamen. Aber keiner half. Er hat immer mehr die Anneliese bedrängt und von ihr Besitz genommen. Und sie hat es angenommen. Und hat sich dafür bereit erklärt, zu leiden und zu sühnen. Für Deutschland, fürs Vaterland und für die deutsche Jugend. Der Bischof habe von dem hier nichts gewusst, ließ die Kirche später verlauten. Das ist die Unwahrheit. Es war immer so schön, der Bischof soll kommen. Sonst wird es nicht anders. Und haben immer wieder gehofft, wie beim nächsten Exorzismus waren, dass der Bischof einmal käme. Aber der Bischof ist nicht gekommen. Und Rudel hört sich das so lange hingeschleppt. Die Exorzisten Alt und Renz informierten den Bischof fortlaufend und detailliert über ihr Treiben. Auszüge aus ihren Bischofbriefen. Exorzismus zu Klingenberg zu berichten. Anneliese ist bis zu einem Skelett abgemagert.
Manchmal darf sie etwas essen und trinken. Dann tut sie das überhastet. Und wird gezwungen, den letzten Bissen bzw. Schluck wieder auszuspucken. Sie hat in den letzten Tagen furchtbar zu leiden gehabt. Anneliese richtete sich so zu, dass ihre beiden Augen aussehen, als ob man sie mit Fäusten blau, rot und schwarz geschlagen hätte. Die ganze Familie ist mit den Nerven auf dem Hund. Anneliese sagt öfters, ich kann nicht mehr. Aus dem linken Auge blicken konnte. Mit dem Kopf ging sie durch die Scheibe der Korridortüre, ohne sich aber zu schneiden. Mit den Zähnen hat sie ein Loch in die Wand gebissen, sodass ein Teil der Vorderzähne abbrach. Immer wieder biss sie sich selbst in den Arm. Für einen Laien ist es sehr schwer hier, in diesen Quälereien noch einen Sinn zu sehen. Es ist uns nicht gelungen, den Teufel wieder zum Reden zu bringen. Mir scheint es bewiesen zu sein, dass es sich hier um den typischen Fall einer Sühnebesessenheit handelt. Zurzeit wird sie meistens gefesselt, auf der Couch, an Händen und Füßen. Das hat den Vorteil, dass sie sich nicht wesentlich verletzt. Der einzige Trost, den man als Außenstehender hat, ist der, dass durch dieses furchtbare Leiden sehr viele Seelen gerettet werden. Hat sie furchtbar getobt und geschrien, sich hin und her geworfen. Krankheiten und durch eine leichte Epilepsie. Hier findet sie Erholung und ihre erste Jugendfreundin, mit der sie fast ein Jahr das Zimmer teilt und danach eine langjährige Brieffreundschaft pflegt. Fromm war sie, also über fromm konnte ich damals nicht sagen. Sie hat halt diesen für mich nicht so ganz nachvollziehbaren Wunderglauben, nenne ich das immer, gehabt. Also gerade mit diesen Erscheinungsorten. Aber an und für sich habe ich sie schon als sehr fröhlichen, lebensbejahenden Menschen erlebt und kennengelernt. Das ist Anneliese hier. Sie hatte einmal während der Liegekur so einen epileptischen Krampfanfall. Also es waren halt einfach so Zuckungen, bisschen so Laute ausstoßen und halt ein bisschen Schaum vom Mund, war aber gleich wieder da. Also für mich, obwohl das für mich auch das erste Mal war, dass ich damit konfrontiert worden bin, habe das eigentlich nicht als irgendwas Unnatürliches erlebt. Die Schwester, die immer zur Aufsicht da war in der Liegehalle, ist natürlich gleich gekommen. Aber also an irgendwas Übernatürliches oder Unnormales kann ich mich nicht. Also das Zimmer, die Freundinnen, die wenigen Freistunden im streng geregelten Kurbetrieb. Für Anneliese war das kurze Jahr im Lungensanatorium die letzte unbeschwerte Zeit ihres Lebens. Ich habe sie kennengelernt im September 1970, als wir zusammen in die gleiche Klasse kamen. Es war im Dahlberg-Gymnasium in Aschaffenburg. Sehr verschlossen. Hat über die Zeit, die sie vorher in einem Sanatorium war, hat sie nie gesprochen. Wir wussten also nur, dass sie irgendwo war. Aber weshalb da wurde, gab es keine Information. Und sie hat immer an dieser Stelle eine Wand aufgebaut. Am Anfang schreibt sie von ihrer Rückkehr nach Hause, wieder in die Schule zurück, war ja für mich dann auch ein Thema, wie man das wieder erlebt, wie man wieder anfängt, auch von Schulaufführungen, von Freunden, von Unternehmungen, was man sich so schreibt in dem Alter. Wir waren drei Mädchen aus der Klasse, aber ich war eigentlich diejenige, die am engsten mit ihr zusammen war, auch dadurch bedingt, dass wir in der Klasse ja 3 Jahre zusammengesessen waren, am gleichen Tisch und dann auch, wenn wir also Nachmittagsunterricht hatten. Gesund, ich soll dann einmal mitfahren. Und habe gesagt, ja, wenn sie will, kann sie mitfahren. Über Annelieses erste Wallfahrt nach San Damiano gibt es sehr unterschiedliche Berichte. Der ihrer Wallfahrtsleiterin Thea Hein endet mit dem ersten Aufflackern eines schlimmen Verdachts. Just zur Stunde der Marienerscheinung. Als die Erscheinung vorbei war, habe ich ihr so ein Glas von dem Gnadenwasser gegeben und habe gesagt, komm her, trink mal.
Und da hat sie es genommen und wollte trinken. Und dann hat es sofort wieder weggestoßen und hat gesagt, das stinkt, das stinkt. Ich habe es immer wieder versucht, ihr das was zu geben. Aber sie konnte es nicht trinken. Sie konnte es einfach nicht trinken. Thea Hein hat von Annelieses erster Pilgerfahrt auch einen zerfetzten Rosenkranz in Erinnerung. Und aus der Folgezeit im Spessart noch weitere unheimliche Zeichen. Sie begann deshalb, in den umliegenden Dörfern nach einem Priester zu suchen, der ihren Verdacht prüfen und dann auch handeln könnte. Ich habe sie zu mehreren Priestern geschickt und da hat sich alles normal abgespielt. Da haben die auch gesagt, was wollen sie denn? Das Mädchen ist da ganz normal. Und wenn sie bei mir war, war da auch nichts normal. Da hat es manchmal so im Wohnzimmer gestunken, dass man 3-4 Wochen in Neugier hat können. So war da so ein Höllengestank, der aus ihr rausgekommen ist. Die Bilder, die bald ihr Leben bestimmen sollten, hatte Anneliese schon als Kind in den Kirchen ihrer Umgebung bekommen. Aber jetzt begannen diese Bilder plötzlich all den Ängsten Sinn und Namen zu geben, die ihre vielen Kinder- und Jugendkrankheiten begleitet hatten. Und sie begannen, sie zu erdrücken. Der Teufel hat ständig zu ihr gesagt, mach doch Schluss mit deinem Leben. Das hat dich sowieso keinen Wert. Mach doch Schluss. Mach Schluss, hör auf. Geh da unten in den Main. Geh in den Main. Sie hat mir ja alles erzählt, ich möchte sagen, mehr wie ihre eigene Mutter. Einmal hat Herr Michel angerufen, du musst kommen. Die sitzt schon stundenlang unterm Tisch und gaut's unten vor wie ein Hund. Naja, habe ich mich halt ins Auto gesetzt, mir raufgefahren. Wie ich raufgekommen, tatsächlich saß sie. Predigten am Küchentisch und dann hat sie angefangen, immer mehr zuzuzwinkern zwischendrin. Also die Anne, sie hat schon gezeigt, dass sie nicht ganz einverstanden ist. Die Kapelle des Studentenwohnheims war dem bigotten Rosenkranzzirkel zu wenig sakral. Sie beteten lieber in ihrer eigenen Klausur. Wahrscheinlich schon Anfang 75 setzten auch hier im Ferdinandeum erste Teufelsrituale ein, lange vor dem bischöflichen Auftrag zum amtlichen Exorzismus. Eine Kommilitonin erinnert sich an den Auftritt des Exorzisten Alt. Ich habe einmal eine männliche Gestalt in ihrem Zimmer verschwinden sehen. Also mit der hätte ich nichts zu tun haben wollen. Das war nur so ein kurzer Blick, etwas finster, fanatisches. Aber wer das war, das habe ich nie erfahren. Das war schon alles so ziemlich mysteriös. Ich habe sie 2 Jahre beobachtet. Ich habe keinen epileptischen Anfall gesehen. Und sie hat sich auch ganz anders verhalten wie ein Epileptiker. Wie ich ihr helfen konnte, wusste ich noch nicht. Bis zu einem Tag, an dem sie mich anrief und sagte, es ging ja ganz furchtbar schlecht. Ich war schon 2 Tage vorher da. Bin zu ihr hin und habe den Exorzismus probativus gesprochen, das heißt ein Gebet gesprochen, worin vorkommt, unreiner Geist, ich gebiete dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, weiche von diesem Mädchen. Das habe ich mental gemacht, also ohne die Lippen zu bewegen, ohne ein Laut zu sagen, einfach in der Art eines Stoßgebetes. Daraufhin fing sie an zu toben. Ernst Alt war Kaplan in Aschaffenburg, als er zu dem Exorzistenzirkel um Thea Hein stieß. Er war es, der dann beim Würzburger Bischof den amtlichen Exorzismusauftrag erwirkte. Und er war es auch, der dem Fall Inhalt und Richtung gab. Endlich sollte sich einmal für alle Welt sichtbar die reale Existenz des Teufels beweisen, als göttliches Zeichen gegen eine sich gerade modernisierende Kirche, gegen moderne Theologen wie den Tübinger Herbert Haag, der damals sogar den Abschied vom Teufel wagte. Dagegen brüllten im Spessart Anneliese Michels Dämonen an, im Auftrag Mariens. T.
Theas Ehemann Peter Hein wusste nichts von solchen innerkirchlichen Richtungskämpfen. Aber er wusste, wie Anneliese Michel manchmal im Elternhaus tobte, sich etwa die Kleider vom Leib riss und mit obszönen Gästen ihren Vater ansprang. Das hielt er für teuflisch. Das war ja für uns alles Neuland und es hat sich ja immer weiter gesteigert. Da wusste keiner was. Sie haben sich das angeschaut und es sind halt immer... Nein! Keine Ahnung, jetzt vorstellen. Wer spricht da? Das ist die Anneliese. Und dann muss er den Leutberg angehören. Wie? Was ist so eine Schneide? Dummes Kandidat. Sag mal die Wahrheit. Das sind Sie. Das meine ich nicht. Du wirst. Ich bin deine Taten. Im Namen Jesu befehle ich dir, sag mir die Wahrheit. Wann soll es sie ist? Ich sag nicht die Wahrheit, nie! Und wenn die mich zwingt. Wenn die mich zwingt? Nie! Dann meint er, der Teufel, der ist die Jungfrau. So, aus der Anneliese spricht der Teufel hier. Aus der Anneliese spricht der Böse, ja, der Teufel. Ja, wer denn sonst? Die Ungefähr, die Jungfrau, Gottes Mutter Maria. Glaubst du es? Ja! Ja! Er muss also bekennen, dass Satan, dass er, die allerseligste Jungfrau, die ungefleckte Empfangene glaubt. Ja, der Teufel. Der Teufel. Ja. Freunde, Familie und Verlobter wohnten dem Exorzismus bei. Zwei-, dreimal die Woche. Im Anschluss knipste Pater Renz dann gern fröhliche Familienfotos. Als Kirchenmänner waren auch nicht allein die Exorzisten Renz und Alt dabei. Pater Habischer war öfters da und wenn er da war und der Teufel hat so fest geschrien, hat er das alles nicht mehr hängen können. Er hat gesagt, ich muss fort, ich kann das nicht aushalten. Ich habe immer den Pfarrer Hermann im Auto mitgenommen. Der hat kein Auto. Und Pfarrer Habiger, der konnte ja Auto fahren, der ist selbst gekommen. Ne? Tablan Roth, der war ja erst in Aschaffenburg. Und Pfarrer Heim, der war auch mit dabei. All diese priesterlichen Exorzismustouristen sind inzwischen verstorben. Es waren auch nicht nur die genannten vier und sie schauten auch nicht bloß zu. Pfarrer Heim etwa spielte die Teufelstonbänder zur Aufklärung seinen Kommunionskindern vor und predigte Annelieses Dämonen von der Kanzel. Auch der Theologe Feth, der Leiter des Würzburger Ferdinandeums, war informiert. Auch unter seiner Obhut wurde Anneliese Michel der Teufel ausgetrieben. Hier begann in der Karwoche 1976 der letzte Akt des tödlichen Dramas, als Kommilitoninnen der längst hilflosen Anneliese Michel helfen wollten, aber ihre Rosenkranzfreundinnen Anna und Maria jede Hilfe blockierten. Einmal bin ich losgerannt und wollte den Notarzt holen.